auch wir beide alle ganz herzlich. Wir halten es wie in der Deutschen Schulakademie üblich, wenn nicht Einsprüche dagegen sind, so dass wir bei dem Arbeits-Du gerne bleiben und wir uns dann auch in der Form als Kollegen, Kolleginnen und Kollegen und als alle mit Schule Beschäftigten gerne miteinander duzen, wenn es für alle okay ist. Soweit. Wer gesitzt werden will, soll es eben auch sitzen, dann wissen wir Bescheid. Okay, ich grüße alle herzlich aus Tübingen, wie im Hintergrund zu sehen ist. Anja kommt aus Düsseldorf und ich sage jetzt mal kurz ein paar Dinge, wie der Workshop ablaufen wird. Workshop ist ja eben immer auch was mit Arbeit zu, hat auch was mit Arbeit zu tun. Deshalb sind auch alle gefordert hier oder eingeladen, hier mitzuarbeiten. Wir werden am Anfang so ein paar Impulse haben, die werden so bis 18:10 Uhr maximal gehen. Und dann soll Raum sein für Rückfragen zu den beiden Impulsen, die wir gemacht haben. Und anschließend wird es 20 Minuten so in Kleingruppen, Arbeitsphasen, Austauschphasen geben. Und am Schluss nochmal eine Plenumsrunde, wo wir auch nochmal gemeinsam vielleicht die Fragen, die aus der gemeinsamen Arbeit dann entstanden sind, nochmal im Plenum auch diskutieren können. Die Formen dazu, das wird nachher Anja uns vorstellen. Wir werden mit dem Mentimeter zunächst arbeiten, nachher im Plenum auch vielleicht mit dem Chat, aber jetzt zunächst mal mit dem Mentimeter. Genau, soweit mal und wir werden pünktlich um 19 Uhr dann mit unserem Workshop fertig sein. Ich hoffe, dass soweit alles klar ist insgesamt. Wir freuen uns, wie gesagt, wenn wir euch alle sehen, wenn ihr gleichzeitig eure Mikros jetzt aushabt, für diese erste Phase später dann gern auch Mikros eingeschaltet haben. Anja, dann übergebe ich dich gleich für die erste Umfrage, mit der wir beginnen wollen. Genau, wir haben mehrere Fragen vorbereitet bei Menti. Die Zugangsdaten seht ihr jetzt im Chat. Und die erste Frage ist direkt, in welcher Funktion seid ihr heute hier? Wir haben da noch das Sie drin, aber das ist ja nicht schlimm. Wir wollen einfach ein bisschen erahnen, ob ihr hauptsächlich als Lehrkräfte unterwegs seid oder in anderer Funktion. Denn das kann ja auch wichtig sein für die Schulentwicklung. Wer Menti noch nicht kennt, einfach auf menti.com gehen, den Code eingeben, den Sandra in den Chat geschrieben hat, oder eben diesen Link anklicken. Und dann geht es direkt mit der ersten Frage los. Und sobald die Sandra weiterschaltet, können wir dann auch dazu was sehen. Ah Kommen ja, Leute zu. genau. Ich zeige euch mal das Ergebnis der ersten Umfrage. Also es haben 38 Personen gerade mitgevotet und ihr seht die Verteilung. Oh, das ist wirklich sehr spannend hier. Schulleitung und Lehrkräfte ziemlich ausgeglichen. Steuergruppe, didaktische Leitung kann man ja sogar auch im weitesten Sinne zur Schulleitung zählen. Genau. Eine gute Mischung. Ja, sehr gut. Möchtet ihr zur nächsten Frage Ja, überspringen? gehen wir zur nächsten Frage. Da könntet ihr jetzt maximal drei Worte eingeben, was nach eurer Erfahrung die Gelingensfaktoren für Schulentwicklungsprozesse sind. Also denkt daran, was hat bei euch schon mal gut geklappt und woran lag das vielleicht? Reicht ein Schlagwort. Man darf aber bis zu drei. Ja. Geduld kam als erstes, da musste ich doch kurz lachen. Transparenz ist jetzt groß geworden. Partizipation kommt immer wieder mal auch in verschiedenster Form vor. Genau. Kommunikation, Mitbestimmung, echte Mitbestimmung, auch schön. Ja, da denke ich, haben wir Begeisterung. einiges gleich. Ja. Okay. Gut. Gut, dann. Kommen wir zur letzten, vorerst letzten Frage. Mit welcher Fragestellung seid ihr heute hier? Was interessiert euch? Müssen wir unsere Impulse noch komplett umstellen oder treffen
treffen wir euer Interesse. Das ist für uns wichtig. Ja, okay, das sind jetzt viele Fragen, wobei viele in eine ähnliche Richtung gehen. Wir hoffen sehr, dass wir all diese Fragen anschneiden, beantworten, mal sehen, gemeinsam. Also merkt euch diese Fragen auch noch dann für den Schluss, wenn jedes eine oder andere nicht umgesetzt wird. Genau. Herzlichen Dank. Also es sind viele Fragen gekommen, die von daher gesehen haben wir das, glaube ich, ganz jetzt eine spannende Frage, an die wir rangehen. Wir haben uns eigentlich sehr gefreut, aber auch gewundert. Wir haben gesagt, ja, also am Anfang gehen die Leute ja eher in inhaltliche Impulse rein und nicht so sehr in die Schulentwicklung. Wir haben uns natürlich trotzdem über unsere große Anzahl gefreut, gleich im ersten Workshop. Weil wir ja eher ein bisschen eher grundsätzlichere Dinge anschneiden wollen. Wir glauben, es ist enorm wichtig, dass die Schulentwicklungsprozesse von Anfang an mit in den Blick genommen werden. Wir haben oft den Eindruck, dass Leute von Tagungen kommen, tolle Ideen mitbringen und dann nachher scheitern. Letztlich an diesen Fragen, wie werden Schulentwicklungsprozesse so gestaltet, dass es nachher auch in der Schule wirklich ankommen kann. Und welche Voraussetzungen braucht man dafür? Wir selber haben da ja, also wir sind beides Praktiker und haben da auch sehr viel Erfahrungen. Ich würde eher so den ersten Teil machen mit so ein paar grundsätzlichen Leitprinzipien für Schulentwicklung. Da ein paar Dinge sagen, sind wir grundsätzlich an Schulentwicklungsfragen herangegangen und wie hat sich das gezeigt als Erfolgsfaktoren auch, wie Schulentwicklung gelingen kann. Und Anja Lehmann wird dann aus ihrer Schule erzählen, beispielhaft, wie das umgesetzt wurde. Genau. Dann würde ich gleich jetzt mal einsteigen und Anja, du startest die Präsentation. Genau, agile Schulentwicklung gestalten. Ich will einsteigen mit dem Fragen, was ist eigentlich unter agil zu verstehen? Ist ja ein bisschen Modewort geworden, das Thema Agilität. Und ich habe eigentlich, oder wir haben bei uns an der Schule nicht damit angefangen, gesagt, wir wollen jetzt Schule agil gestalten. Wir haben nur nachher gemerkt, dass das, was wir tun, eigentlich dem entspricht, was man heute unter dem Stichwort agil versteht. Und von daher will ich einfach jetzt mal einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich Kennzeichen einer agilen Haltung? Gehört da dazu. Ich glaube, zunächst mal muss man in der Schule verstehen, dass sehr viele in strukturellen Rahmenbedingungen denken, die dem System Schule entspricht und die geht von einem klaren Delegationsprinzip aus, von klaren Hierarchien und von Strukturen, die mit Gremien arbeiten. Und die agile Haltung ist davon im Wesentlichen unterschieden. Also zum Beispiel es gibt sozusagen Manifest von Agilität, will ich jetzt gar nicht eingehen. Ich habe jetzt drei Punkte rausgegriffen, die mir da besonders wichtig erscheinen. Der erste Punkt heißt, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Gremien und hierarchische Strukturen. Das erscheint mir sehr wichtig zu sein, gerade im Kontext der Schule. Wir machen ein Gremium oder wir machen einen festen Arbeitskreis und wir müssen uns klar machen, dass da häufig die Energie, die da in Strukturen dann vorhanden ist, auch verloren geht. Es gibt Leute, die haben total spannende Ideen, wie zum Beispiel Digitalisierung umgesetzt werden kann oder wie Schülerbeteiligung in der Oberstufe umgesetzt werden kann oder wie überhaupt Oberstufe neu organisiert werden. Die sind aber weder Mitglied
in der Steuerungsgruppe noch Mitglied im Elternbeirat oder sonst wie, aber haben da tolle Ideen. Und die mit einzubinden insgesamt wäre sehr wichtig und es wäre ein riesiger Verlust, auf diese Kompetenz und diese Energie, die da vorhanden ist, zu verzichten. Deshalb, wie kann man Strukturen schaffen, die eben nicht nur von den Gremien ausgeht? Und der zweite Punkt heißt, Zusammenarbeit mit allen Beteiligten ist wichtiger als Regelungen und Zuständigkeiten. Wie gesagt, häufig wird ein Schul noch in Organigrammen gedenkt, der ist da, Organigrammen gedacht, der ist dafür zuständig und von daher gesehen ist klar, wer für alles zuständig ist. Das ist auch nicht grundsätzlich schlecht. Also ich spreche nicht dagegen, dass es Gremien gibt, ich spreche auch nicht dagegen, dass es Organigramme gibt. Ich sage nur, wer in diesen Systemen denkt, wird Schulentwicklungsprozesse, agile Schulentwicklungsprozesse nicht gestalten können. Und dann das nächste wäre, reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Ich glaube, nach den Erfahrungen mit Corona brauche ich dazu eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil das genau der Punkt ist, wir haben Pläne, wie Schulen funktionieren. Dann kommt sowas wie Corona und alle Pläne sind zunichte. Das heißt, wir müssen und die Schule wird immer mehr dazu aufgefordert sein, auf jetzt auf uns zukommende Veränderungen zu reagieren. Ich will nur ein Stichwort, wurde ja vorher auch schon im Vortrag angesprochen, die Digitalisierung. Wir wissen nicht, was in 2 Jahren für Möglichkeiten es geben wird an digitalen Möglichkeiten. Das heißt, wir können auch nicht einen 2-Jahres-Plan haben, was wir wann wie machen, weil eben die Veränderungen sind schneller und die Gesellschaft verändert sich schneller. Auch die Flüchtlingswelle hat uns erfasst, sodass da Schülerinnen und Schüler da sind. Wir müssen darauf reagieren. Und das ist sozusagen 3 Voraussetzungen, Kennzeichen von einer agilen Haltung, die ja zunächst mal vor allem auch im Bereich der Programmiertechniken und so entstanden ist, wo man gemerkt hat, die Softwareentwickler haben so große Herausforderungen, immer neue Dinge zu gestalten, dass mit normalen hierarchischen Strukturen das nicht mehr funktioniert. Und in der Schule gilt eigentlich das Gleiche. Und deshalb brauchen wir die agile Haltung. Zweiter Punkt wäre jetzt die Ziele einer agilen Haltung. Ich fange mal mit dem unteren Punkt an. Agilität ist höchste Form der Anpassungsfähigkeit. Wir müssen auf neue Situationen anpassungsfähig reagieren. Wir haben auch jetzt in der Pandemie gemerkt, wie bestimmte Systeme auch in unserem Staat nicht agil genug sind, um auf die Herausforderungen zu reagieren. Ich nehme nur das Stichwort Gesundheitsämter, die bis heute es nicht geschafft haben, am Wochenende Zahlen durchzugeben oder sowas. Ja? Also weil einfach das System festgelegt ist, wo man sagt, eigentlich müsste man sowas verändern, aber es dauert wahnsinnig lang, in den bestehenden Systemen Dinge zu gestalten. Es verhindert oft die Innovationsprozesse. Das ist auch das Ziel einer agilen Haltung, Innovationsprozesse zu ermöglichen und damit eben auf Veränderungen schnell reagieren zu können und letztlich ja kundenorientiert oder bei uns Schüler- und Schülerinnen-orientierte Entwicklungen zu ermöglichen. Auch zu schauen, was haben wir denn für Schülerinnen und Schüler? Was hat sich denn verändert an der Zusammensetzung? Und wie können wir da Schule so gestalten, dass wir flexibel auf diese Herausforderungen reagieren? Das wären so die 2 grundsätzlichen Punkte zum Thema Agilität überhaupt und warum agile Haltungen an der Schule dringend notwendig sind, aber häufig bisher zumindest nicht strukturell bedacht sind, ja, sondern wir denken in anderen Systemen häufig. 5 ausgewählte Leitprinzipien. Wir haben in unserem schönen Buch, haben wir 10, ich habe jetzt 5-mal rausgegriffen, die mir jetzt auch besonders wichtig erscheinen für unsere Fragestellungen. Also wenn wir jetzt was verändern wollen in der Oberstufe und merken, es sind da Dinge da, dann brauchen wir chaotische Systeme. Also der erste Punkt, eines der unserer Prinzipien lautet, nur aus Chaos kann neuer Kosmos entstehen. Wir haben in Deutschland alles gerne sehr gut geordnet. Chaotische Strukturen sind aber wichtig, dass Neues entstehen kann. Also ich bin auch Theologe, nur aus Chaos entsteht Kosmos. Also nur wo Chaos ist, kann überhaupt was Neues entstehen. Und das, glaube ich, ist so ein Punkt, wo wir auch in Deutschland lernen müssen, chaotische Strukturen zuzulassen, Chaos nicht als Problem zu betrachten. Also Chaos heißt zunächst mal, die wesentlichen Dinge passieren außerhalb geregelter Strukturen. Wir müssen also Räume schaffen, dass ein Schüler sich mit einem Unternehmer, einem Lehrer, einer Schülerin, einer anderen Schülerin, einem Elternteil treffen kann
und über Ideen austauschen, wo man gar nicht gedacht hat, dass die zwei miteinander ins Gespräch kommen können. Also das sind, man spricht ja häufig auch davon, von Unkonferenzen und anderen Dingen, das sind ja auch solche Formen, wo letztlich wir sagen, das Wesentliche geschieht in den Pausen. Das drückt eigentlich nichts anderes aus, dass wir chaotische Systeme brauchen, in denen man sich treffen kann. Dass also nicht alles geregelt ist. Also der entscheidende Ort im Lehrerzimmer ist zum Beispiel der Kaffeeautomat oder was auch immer. Das weiß ja jeder, dass da vieles geschieht. Aber eben auch sonst, wie können wir Formen finden, dass eben Leute sich treffen, von denen wir nicht das organisiert haben? Also das wäre jetzt mal eine Fragestellung. Ich kann jetzt nicht alles im Detail ausführen, wie man das machen kann, was man dazu machen kann. Aber das wäre ein entscheidender Punkt. Der zweite Punkt wäre, nicht in Gremien denken. Manchmal denken wir, jetzt haben wir eine Schulentwicklungsgruppe oder eine Steuerungsgruppe. Und dann werden da Leute reingewählt und die sind für die Schulentwicklung zuständig. Das ist nicht schlecht, wenn man sowas hat. Aber entscheidend ist, wie wird in dieser Gruppe gearbeitet. Entscheidend ist, tagt die Gruppe aus meiner Ansicht also immer offen, wo alle dazukommen können, die dazukommen wollen. Und wo auch ganz neue Leute sagen, ich will jetzt für diese Frage im Schulentwicklungsgruppe mitarbeiten, ich will meine Ideen einbringen und das nächste Mal vielleicht wieder nicht. Auch das ist ein chaotisches System. Oder wir haben unsere Schule zum Beispiel immer einmal im Jahr eingeladen zu einer Klausur, wo die wichtigsten Fragen besprochen wurden und werden. Und da hat man alle Schüler, alle Lehrer, alle Eltern eingeladen. 24 Stunden Klausur. Natürlich gehen nicht alle mit, weil die Motivation muss da sein, dass einer da einen ganzen Tag, 24 Stunden mit Übernachtung, Zeit dafür aufbringt und dann gehen vielleicht 30, 35 Leute mit. Aber es gehen die mit, die die Motivation dafür mitbringen und die mitarbeiten wollen. Und die sind wichtig für diesen Prozess, entscheidend. Es sind also Schülerinnen und Schüler, die da mitkommen, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern, genauso alle, die Lust haben, an diesem Thema mitzudenken. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nachher geht es alles in Gremien rein. Letztlich, um Entscheidungen durchzuziehen, braucht es die Gremien. Aber für die Innovationsfragen, für neue Impulse, für neue Strukturen, taugen die Gremien nicht. Dritter Punkt, was nicht einfach geht, geht einfach nicht, ist auch so eine wichtige Regel. Wir haben häufig sehr komplexe Systeme. Wir müssen schauen, dass wir die Dinge möglichst einfach machen. Also es fängt an bei Dokumentationsgeschichten, fängt an bei Protokollen von Sitzungen, die oft gar keine Sitzungen sind. Also wir haben zum Beispiel gesagt, wir arbeiten nur noch mit To-Do-Listen und keine Protokollen mehr in solchen Gruppen zum Beispiel, weil dann ist man handlungsorientiert und hat nicht, man meint nicht, man müsste alles dokumentiert haben, zum Beispiel. Und deshalb viele Dinge versuchen, Strukturen von Schule insgesamt einfach zu machen, nicht zu kompliziert, eben auch mit der Quote es nicht perfekt machen zu wollen. Das hängt damit ja auch zusammen. Wenn ich es einfach mache, ist es nicht perfekt, aber dann ist es trotzdem so, dass es umgesetzt werden kann. Vierter Punkt, den ich darstellen will von den fünf Punkten, man kann gegen den Wind segeln, nicht aber ohne Wind segeln. Die Frage der Energie ist ganz wichtig. Wenn wir Menschen, die Energie in dieser Frage haben, nicht einbinden, verlieren wir den Wind. Ja? Und es kann sein, dass einer dabei ist, dann in der Gruppe, der, wo ich denke, oh je, der macht da mit, der hat eine komplett andere Position als ich. Der will vielleicht sogar in die komplett gegensätzliche Richtung. Aber für den Prozess, den nicht einzubinden, wäre fatal für den Prozess, der nachher im Kollegium oder sonst wie geschieht. Weil die Energie, die da ist, wird sich in irgendeiner Form äußern. Eben zum Beispiel dann in Destruktion. Wenn ich aber den einbinde, dann kann er oder sie mir helfen, die wichtigen Dinge richtig zu machen. Und auch, ich bin auch der Meinung, jeder weiß ja, keiner hat die Weisheit für sich gepachtet. Und ich habe dann jemand, der eine andere Position vertritt. Und dadurch wird dessen Beitrag dazu helfen, dass die Idee besser wird. Und von daher gesehen, Wind, der da ist, mitnehmen von jedem und jeder, die in dem Prozess ist, und seien es Elternteile, die immer als schwierig empfindet, oder seien es Schülerinnen und Schüler, alle mitdenken. Der letzte Punkt,
Das geht bei uns nicht. K.O.-Argumente entlarven und überwinden. Es ist häufig, kommt man von solchen Tagungen mit dem Argument, toll, was die da gemacht haben, bei uns geht es halt nicht. Ich sage immer, man muss hier einen klassischen Dreischritt machen. Der erste Schritt ist, das geht bei uns nicht. Der zweite Schritt wäre zu sagen, das geht bei uns so nicht. Und der dritte Punkt wäre dann zu fragen, wie könnte es denn bei uns gehen? Also, dass ich sozusagen aus dem K.O.-Argument, es geht nicht, herauskomme, in eine konstruktive Antwort überführe. Das wäre nur ein Beispiel, wie man K.O.-Argumente überwinden kann, indem ich sie in diesen Schritt überführe, zu sagen, so kann ich auch Menschen, die sagen, geht bei uns nicht, durchaus mitnehmen in den Prozess, wie könnte es bei uns gehen. So haben wir damals Abitur im eigenen Takt mal entwickelt, aus Finnland kommend, mit einem Argument, so geht, das geht bei uns nicht. Und trotzdem haben wir überlegt, wie könnte es bei uns gehen, auch wenn es noch nicht so gut funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Soweit mal die Punkte. Ich will einfach jetzt noch, bevor ich an Anja übergebe, der letzte Punkt, wo man mehr dazu finden kann, zeigen. Einmal ist ausführlich in dem Buch, genau, und auf meiner Homepage schulentwicklung-beratung.de findet man auch noch ein paar mehr. Und dann sind wir gerade dabei, mit den Vertreterinnen und Vertretern aus dem Innovationslabor im Belz Verlag ein Buch zu veröffentlichen mit dem Titel Die flexible Oberstufe. Das ist jetzt gerade zum Verlag gekommen, wird dann im September erscheinen. Also wenn man mehr wissen will, kann man an den drei Stellen noch ein bisschen mehr zu erfahren. Soweit von mir. Jetzt gebe ich zu Anja weiter und sie erzählt dann, wie es in der Schule läuft. Genau. Erstmal sage ich aber noch was dazu, dass wir bei Menti immer noch freigeschaltet haben, eine Fragemöglichkeit. Das heißt, wenn ihr während unserer Impulse schon Fragen habt, könnt ihr die da schon eintragen und man kann die auch liken, wer das noch nicht kennt. Das heißt, wenn man sagt, genau die Frage hätte ich jetzt auch, muss man die nicht nochmal formulieren, sondern macht einfach einen Daumen hoch dran. Und dann kann man da schon mal die Fragen für nachher quasi in den Fragenspeicher einführen. Ich erzähle jetzt so ein bisschen, wie es bei uns an der Schule gelaufen ist. Auch natürlich erstmal in völliger Unkenntnis von Agilität war das am Anfang. Aber als ich dann da mich weiter mit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, doch, das hat schon einige Elemente. Ist auch noch nicht perfekt, aber es ist eben so, so geht es nicht bei uns, aber vielleicht so ähnlich. Hier habe ich mal aufgeführt, welche funktionierenden Strukturelemente wir in unserem sehr großen Schulentwicklungsprozess hatten. Wir haben das sogenannte Montessori Plus entwickelt aus unserer alten Freiarbeit heraus. Das war ein sehr, sehr großer Schulentwicklungsprozess. Im Moment wegen Corona natürlich alles auf Eis gelegt. Aber der Start war sehr erfolgreich. Deshalb kann man durchaus sagen, das sind die Dinge, die man braucht. Ihr seht, das sind 8 Dinge, die alle für sich genommen jetzt kein großes Ding sind, aber im Zusammenspiel doch entfaltet haben, dass sie sehr erfolgreich waren. Steuergruppe, offene Projektgruppensitzung, gut vorbereitete Konferenzen, sage ich gleich noch was zu. Einzelgespräche, ganz wichtig, eine Themenpinnwand, Elterninfoabende, Schülerinnenvertretungen mitarbeiten lassen und Einführungstage. Und alles läuft immer unter dem großen Oberbegriff Zuhören und Reden. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, denn sonst muss man erst gar nicht anfangen, wenn man nicht bereit ist, zuzuhören. Denn die Ängste, die es bei jedem Schulentwicklungsprozess gibt, die haben ja ihre Berechtigung. Die kommen ja nicht einfach von irgendwo her, weil jemand sagt, ich möchte unbedingt Angst haben, sondern es ist ja was da, wovor man Angst hat. Und wenn es nur die Veränderung ist. Ich fange mal an mit unserer Steuergruppe. Wir haben in der Steuergruppe den Schulleiter, 4 gewählte Kolleginnen, mittlerweile die Koordinatorin Montessori Plus, das bin ich. Vorher war ich gewähltes Mitglied. Als wir dann diese Funktionsstelle bekommen haben, haben wir dann entschieden, okay, die Koordinatorin muss geborenes Mitglied sein. Es sind 2 SchülerInnen dabei und 2 ElternvertreterInnen. Da hat sich eine Klammer eingeschlichen. Wir haben gesagt, 2 und 2 bei den beiden anderen Interessengruppen, weil wir der Meinung sind, dass wir Kolleginnen und Kollegen viel länger mit Schulentwicklungsprozessen zu tun haben als eben Eltern und SchülerInnen. Und das war auch durchgängig Konsens. Und zusätzlich ist es für die SchülerInnen und für die Eltern auch schwieriger, zu den Sitzungen zu kommen, denn dafür haben wir eine geblockte Stunde im Stundenplan jede Woche. Ganz wichtig war uns, dass die Steuergruppe einen ganz klaren Auftrag hat, nämlich die Koordination der Ausschärfung des Montessori-Profils.
und nichts anderes. Also wir sind nicht für andere Schulentwicklungsprozesse zuständig. Wir schauen aber natürlich, wenn irgendwas da ist, ob wir das mit dem Montessori-Profil in Verbindung bringen können, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung. Der Auftrag wird dann von der Lehrer-Lehrerinnen-Konferenz bestätigt und in der Regel dann auch nochmal von der Schulkonferenz. Und es ist uns auch wichtig, dass die Sitzungen offen sind. Das heißt, es kann jederzeit auch Besuch kommen, außer wir gehen in eine interne Klausur. Wir haben uns auch gemeinsam fortgebildet und hatten da eine Projektmanagerin da, die uns 2 Tage geschult hat im Projektmanagement. Und wir übernehmen es auch mittlerweile immer, die pädagogischen Tage zu organisieren. Das hat sich als sehr hilfreich herausgestellt, weil diese pädagogischen Tage jetzt immer als sinnvoll erachtet werden, seitdem wir das machen. Und wenn wir mal nicht zuständig sind, weil es gerade gar nichts mit Montessori zu tun hat, dann helfen wir aber denjenigen, die es organisieren. Die Transparenz ist auf jeden Fall da. Der nächste Punkt sind unsere offenen Projektgruppensitzungen. Die sind quasi das Herzstück unserer Schulentwicklung. Da sind alle Mitglieder der Schulgemeinde immer eingeladen. Als wir in dem großen Entwicklungsprozess waren, haben wir tatsächlich einmal im Monat mindestens getagt. Es gibt immer eine Projektgruppenleitung, die die Sitzungen vorbereitet, thematisch und auch organisatorisch. Und diese Projektgruppensitzungen haben immer nachmittags stattgefunden, manchmal auch an den Ganztagsnachmittagen. Also zur Not durfte man dafür auch mal den Unterricht nicht ausfallen lassen, sondern durch schriftliche Aufgaben ersetzen, sowohl bei uns Lehrkräften als auch bei den Schülerinnen und Schülern. Denn das war uns einfach unglaublich wichtig, dass alle mal mitmachen können, und wir wollten auch keinen festen Tag festlegen. Denn es gibt ja Personen, die immer mittwochs auf ihr Kind aufpassen müssen, weil sonst keiner da ist. Und deswegen haben wir da immer gewechselt. Und dadurch kam es auch zu einer relativ hohen Fluktuation, die aber sehr fruchtbar war. Die haben wir immer thematisch begrenzt, die Projektgruppensitzungen. Wenn da Themen aufkamen, die nicht zum Oberthema passten, haben wir die in unseren Themenspeicher geschrieben. Und die Koordination beziehungsweise Projektgruppenleitung hat dann immer in den entsprechenden Gremien vorgestellt, was erarbeitet wurde, das vielleicht vorher noch zusammengefasst, sodass hier wirklich jeder und jede mitarbeiten konnte. Und es sind tatsächlich dann auch nach so den ersten 2-3 Malen besonders die kritischen Eltern und SchülerInnen dort aufgeschlagen. Und das war sehr schön, denn die haben gemerkt, okay, die arbeiten richtig, die machen sich Gedanken und haben dann eben ihre Sorgen eingebracht, sodass man dann auch wusste, okay, das ist eben, woran es hakt. Darum sind die gerade kritisch, und dann konnte man eben damit weiterarbeiten. Das alles unter dem Schlagwort auch Transparenz. Denn das ist das A und O. Wenn man nicht transparent arbeitet, dann kann man den Prozess auch gleich lassen. Das nächste Element, gut vorbereitete Konferenzen. Hört sich so ein bisschen langweilig an. Da geht es vor allem um die LehrerInnenkonferenzen, hat aber viel Wert. Wir haben ganz ausführliche Tischvorlagen erstellt, die wir rechtzeitig verschickt haben, also mindestens eine Woche vorher. Es sollte keine Überraschungen geben bei so einer Konferenz. Vorher und hinterher gab es immer ganz, ganz viele Einzelgespräche, gerade bei denen wir wussten, das ist jetzt schwierig mit denen. Und es war niemals so, dass wir auf einer Konferenz vorgestellt und abgestimmt haben, sondern es war immer der Schritt Konferenz 1, das Konzept wird vorgestellt, die nächste Konferenz diente dann der Beschlussfindung, sodass man auch tatsächlich ganz in Ruhe vielleicht Beschlüsse abändern konnte. Wir haben immer bei der ersten Konferenz was vorgestellt und gesagt, darüber würden wir gerne abstimmen. Meistens wurde dann schon währenddessen gesagt, ja, aber wir werden noch die Änderungswünsche einbringen, damit eben keiner sich überrumpelt fühlte, es nicht zu irgendwelchen Kampfabstimmungen kommen musste und man tatsächlich versucht hat, alle Menschen mitzunehmen. Auch hier wieder Schlagwort Transparenz, ganz wichtig. Der nächste Punkt, Einzelgespräche, die berühmte Kaffeeküche, die Friedemann auch gerade schon nannte, unendlich wichtig. Da konnte man wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten, die Ängste wahrnehmen, vielleicht auch nehmen, Stimmung auffangen, zuhören, Ideen sammeln. Und ohne diese Einzelgespräche hätten wir unseren Schulentwicklungsprozess niemals hinbekommen. Und manchmal war es auch wirklich so, dass man in der Kaffeeküche angefangen hat und dann gesagt hat, boah, mit dir möchte ich aber jetzt nochmal in Ruhe sprechen. Oder man hat sich dann zu viert verabredet.
Und das sollten auch wirklich die Leute machen, die ganz aktiv mitarbeiten an der Schulentwicklung. Und das sollte auf gar keinen Fall die Schulleitung sein. Später habe ich mich da sogar auch rausgezogen, weil ich eben als Koordinatorin dann angesehen wurde als Teil der Schulleitung, sodass ich das dann die Mitarbeitenden in den Projektgruppen habe machen lassen. Und das ist wirklich sehr viel wert. Und die Ideen, die dabei kommen, die sind auch wahnsinnig gut. Denn gerade wenn jemand Angst vor irgendwas hat, vor Kontrollverlust, dann überlegt man, warum möchtest du Kontrolle? Wie könnte die Kontrolle aussehen? Wie weit muss sie gehen? Und dann kann man eben schauen, okay, es reicht eigentlich ein kleiner Stempel, dass jemand da war. Mehr brauchen wir nicht. Die Themenpinnwand ist dann noch eine gute Ergänzung dazu, dass man einfach sagen kann, ich möchte jetzt gar nicht drüber reden, aber ich habe einen guten Gedanken, den halte ich hier mal fest und andere können dazu was sagen. Weil unser Schulentwicklungsprozess so groß war und wirklich die gesamte Schule betraf, die komplette Organisation, haben wir da auch alle Übersichten gesammelt. Und dann konnte man daneben einfach noch schnell was hinkritzeln, wenn man die Idee hatte, ich möchte gerne Namensbuttons einführen. War jetzt mal so eine Idee, da haben wir noch nicht weiter drüber gesprochen, aber es geht eben darum, kann ich alle Menschen, die in der Schule herumrennen, mit Namen ansprechen, was bei 800 Personen ja ein bisschen schwierig ist. So können auch so kleine Gedanken, die man hat, wertgeschätzt werden. Man hat wieder Gesprächsanlässe. Oft haben wir dadurch auch unsere Themen für die Projektgruppensitzungen gefunden. Zusätzlich hatten wir noch, als wir in unserem Konzept arbeiten durften, eine Sprechstunde eingerichtet, vor allem für die Schülerinnen und Schüler, weil die ja nicht im Lehrerinnenzimmer an der Themenpinnwand ihre Ideen festhalten konnten. Ganz wichtiges Element waren unsere Elterninformationsabende, bei denen wir Dinge vorgestellt haben und dann auch Schülerinnen und Schüler mitgebracht haben, die dann Fragen beantworten konnten, wie ist es denn im Alltag, ist es tatsächlich so, macht ihr wirklich was? Bei uns geht es ums freie Arbeiten in 2 Stunden am Tag und da haben natürlich viele Eltern die Angst, dass Kinder da uns durchgehen und vielleicht gar nichts mehr arbeiten. Und das war ganz wichtig. Die Eltern waren auch immer zu offenen Projektgruppensitzungen eingeladen, konnten Rückfragen stellen. Es gab im Anschluss Einzelgespräche. Wir haben auch viele Ideen auf Zetteln gesammelt, die wir dann sortiert haben. Und so haben wir die Mitwirkung auch eingefordert und haben eben die Rückmeldung bekommen, dass das ganz, ganz wertvoll war. Ihr merkt, das sind alles keine großen neuen Dinge, aber sie sind wichtig und man vergisst oft kleine Teilgruppen. Die Schülerinnenvertretung bei uns zum Beispiel ist sehr stark. Die fahren sowieso immer auf eine große und kleine Klausurtagung. Die große Klausurtagung geht über 3 Tage. Da fahren alle mit, von 5 bis zur Abiturientin. Und da sind die 3 Tage in selbstorganisierten Workshops unterwegs. Und dabei haben wir natürlich auch den Schulentwicklungsprozess mit in den Blick genommen, sodass da die SV ganz großartig mitgearbeitet hat, super Ideen eingebracht hat. Aber manchmal ist es ja auch wichtig, eben nicht die gewählten Klassensprecher und Klassensprecherinnen einzubinden. Und das haben wir eben auch versucht, nicht über die Klausurtagungen, sondern eben die wöchentlichen SV-Sitzungen sind offen gestaltet. Die finden so statt, dass jeder hingehen kann. Und natürlich durch die Projektgruppensitzungen. Also das schließt sich jetzt hier wieder der Kreis. In der Steuergruppe wirken die Schülerinnen und Schüler ja mit und wir haben auch einzelne Klassen, die sich besonders kritisch gegenüber ihren Klassenleitungen geäußert haben, nochmal befragt, sind da reingegangen, haben mal eine Jammerstunde gemacht, wie was ist denn alles doof, einfach damit denen auch zugehört wurde und wir auch dann nochmal erklärt haben, warum machen wir das so und nicht anders. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann kommt doch bitte zu den Projektgruppensitzungen. Da muss man ja manchmal auch zu auffordern, dass jemand dann weiß, okay, ich bin da wirklich eingeladen und das ist nicht nur für die, die permanent mitarbeiten, dass man eben sagt, du kannst auch einmalig kommen und deine Ideen dazu äußern. Und bei uns war noch das ganz wichtige Element, weil eben das ganze System umgestellt wurde, dass wir Einführungstage hatten, sowohl für die Lehrkräfte, das waren 3 Tage in den Sommerferien, ein Jahr vorher angekündigt, damit auch keiner eine Reise stornieren musste. Damals konnte man noch reisen. Und alle Lehrkräfte haben die Elemente für die Schülerinnen und Schüler kennengelernt und wussten auch, was sie dann selber machen mussten. Und für die Schülerinnen und Schüler hatten wir auch 3 Einführungstage zu Schuljahresbeginn,
sodass am Ende alle den gleichen Wissensstand hatten und gestartet sind in unser neues System mit Montessori Plus, so haben wir es genannt. Und ihr habt vielleicht gesehen, unten stand immer Transparenz, Reden und Zuhören drunter. Das ist unglaublich wichtig. Noch viel wichtiger ist natürlich der Faktor Zeit. Den habe ich jetzt nicht noch extra erwähnt. Das ist ja das, woran es immer allen mangelt und was wir eben bräuchten von den Ministerien. Wir versuchen, uns die Zeit zu nehmen, weil wir wissen, so ein gut vorbereiteter Prozess ist einfach so viel wert und spart hinterher viel Zeit. So, jetzt bin ich auf Fragen gespannt. Friedemann, hast du was zu ergänzen? Nein, nur dass jetzt die Zeit um ist. Ah, boah, Punktlandung.